Aufgerückt, oder? Ja, ich habe etwa 3 Monate gebraucht, bis ich alles verlesen kann. Ja, dann kannst du nicht fassen, wie viel Material. Also kannst du nicht wirklich fassen. Du hast dann so gebastelt, gell? Ja. Mit Maschinen und Material ohne Not. Und dann habe ich aber gemerkt, beim Aufräumen, dass er offensichtlich in den letzten 2-3 Jahren, wo er in der Garage war, er war immer den ganzen Tag in der Garage, er war nur zum Essen ruhig. So, ich würde jetzt mal schätzen, ab 75 hätte er nichts mehr können machen. Er hat ein Zeug auseinandergenommen. Ja. Weil ich habe eine Kiste gefunden voll Motörchen, eine Kiste voll Schräubchen, eine Kiste voll Kabel, eine Kiste voll sonst irgendwelche mechanischen Teile. Er hat schön sortiert, oder? Und vorher war er schon ein Viehmech, ein Begnadeter, oder? Er hat ein Zeug gebastelt. Und er hat mit seinen Händen alles können. Ich glaube, er konnte noch können auseinandernehmen, aber nicht mehr zusammen. Er hat es nicht mehr verstanden, weißt du? Ja. Er hat ja Flügel und Maschinen gebaut. Kann man schon jetzt noch dran, jetzt sieht er leider nicht mehr gut. Ja. Mein Onkel ist noch so ein Bastel. Jetzt sieht er leider nicht mehr gut. Er mag verschwimmen, jetzt kann er von einem Bastel. Jetzt ist schon. Ja,
wir schon mal ein Auto gekauft haben, aber auch zu Mama hat, oder? Dann haben wir noch gekauft. Also ich gekauft für Papa und für Mama. Papa noch so halbe Rückli. Okay. Immer müssen wir wissen, wo der Autoschlüssel ist. Aber er ist mit dem neuen Auto schon noch gefahren. Ich habe 2-3 Minuten hat er selber gemerkt, das ist immer gut. Und dann hat er immer noch wollen wissen, dass es ist ja sein Auto, er könnte ja gehen. Du selber schon mal schnell. Aber hast du schon froh, dass du nicht mehr anders gefahren bist? Ich habe mit dem Doktor, ich habe mit dem Fahren. Wir sind schon relativ früh bin ich mit ihnen mit zum Doktor und dann wurde ich eingetragen. Das haben sie wollen, oder? Dass ich immer Auskunft bekomme und dass ich dann quasi mitentscheiden, oder? Mit dem Doktor zusammen. Mhm. Und dann konnte ich auch dem Doktor sagen, du, jetzt musst du schauen, es wird langsam gefährlich, oder? Das ist das neue Auto, 3 Tage ist er irgendwo in der Muria gefahren, weil er den Fahrstil verwünscht hat und dann ich denke, wenn ich jetzt ein Fußgänger gewesen wäre, oder dann, wäre letzt gewesen, oder? Du hast den Schlüssel nicht aufs Kästchen. Immer. Du, Mama, noch. Mama, doch den Schlüssel mal in die Handtasche gehabt. Oh, jetzt hat er gekriegt. Wo ist der Autoschlüssel? Hätte einfach wollen. Es ist vor allem mein Auto. Ich kann einfach mit dem Auto gehen, wenn ich will. Das war wichtig. Und ordnungsliebend, offensichtlich. Ziemlich, ja. Wobei der Garage hat auch, er hat auch so viel Ware gehabt, aber er hat auch immer alles gefunden, weißt du? Ja. Ich weiß auch, wo mein Zeug ist. Ich habe auch viel Zeug, aber ich weiß auch, wo mein Zeug ist. Aber ich bin mein Vater hat Faktor 10 mehr Material gehabt in selber Garage. Oh, schon, ist das möglich? Ja, das geht im Vater. Ja, das staune ich jedes Mal aufs Neue. Du? Für jeden kann ich auch verschiedene Maschinen ausprobieren. Ja, du hast nicht.